Hallo und willkommen zurück. So, bevor wir zu den eisigen Städten gehen, gehen wir mal erstmal zurück nach Shanna. Und wir müssen auch noch in Klenna der Marlene Bescheid geben. Hier gibt es auch noch ein bisschen XP. Hallo, scheint so, als hättest du eine nette Dame getroffen. Oh ja, ich bin wirklich glücklich und das dank eurer Hilfe. Ist doch schön. Nehmt dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Danke. Ich habe zu danken dafür, dass ich jetzt endlich glücklich bin. Nice. Da seid ihr ja wieder. Ich muss euch wirklich danken. Ihr habt mein Leben richtig lebenswert gemacht. Endlich habe ich einen wunderbaren Mann kennengelernt, mit dem ich mein Leben verbringen möchte. Ich habe es dir ja gesagt. Bitte nehmt dies dafür, dass ihr mir so viel geholfen habt. Schön. Dann viel Spaß. Immerhin leben die Hühner noch. Siehst du seine Augen? Herrlich schmerzerfüllt. Nett. Aha, er wird hier für immer als elende Abschreckung stehen. Das ist anscheinend dein Werk. Als Strafe dafür, was sie Elaine angetan hatten. Hart, aber gerecht, elendes Menschenpack. Wenn man gut spielt, dann sagt sie was anderes jetzt. Zumindest mit hoher Zuneigung. Also 50 Zuneigung. So war hier nicht noch ein Geist. Gib mir deine Macht. Puh. Danke. Oh, 12. Der Laden ist wohl noch nicht da. Okay. Ja, die müssen wir ja auch noch. Hallo, danke, dass ihr mir Shanna empfohlen habt. Es sind vielleicht nicht viele Menschen hier, aber dafür habe ich genug Zeit, meinem Beruf nachzugehen. Seid ihr vielleicht an einem Porträt interessiert? Nur 3000 viele. 3000 viele sind leider zu teuer. Macht ja nichts, ihr könnt jederzeit wiederkommen. Wird denn hier die Kosten erhöht? Und warum? Kann ja mal gucken, ob wir genug haben. Hier schon mal 100. Ah, direkt umwandeln. Endlich hat er mal was richtig gemacht. Ja, wenn wir noch ein bisschen verkaufen. Dann haben wir das Geld schon zusammen. Hallo, ist mein Laden nicht wunderbar? Ja, ganz nett. Und den ganzen Müll hier verkaufen. So eine lange Pause dazwischen. Schon mal 7000. Da, 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 da.
Kugel. Müsste die nicht weg sein? Nicht mehr so gut. Mal am besten lame. Okay, nicht bewegen. Eigentlich müsste Lane da noch lächeln. Das ging aber schnell. Ich bin ja auch ein Profi. Soll ich es hinbringen lassen? Lief es zum Schloss Old Danes. Kein Problem, soll schon bald bei euch sein. Gab es wohl keine Punkte. Sorry. Das gebe ich mal weiter. Ja, wir müssen noch nach Glenna. Stimmt. Das war der Dieb, aber der interessiert mich eigentlich nicht. Ich glaube, ich töte den einfach. Das letzte Geheimnis, was hier war, die Quest. Hallo, haben Sie den Brief schon zu meinem Onkel gebracht? Ja, er hat sich sehr gefreut. Das ist schön. Hier, nehmen Sie das hier als Belohnung. Nett. Ne, da fehlen noch ein paar, okay. Okay, wir müssen noch nach Urumiya. Nein, ich wollte zu den Eisstädten, aber wenn wir schon mal hier sind, müssen wir noch den Schmetterling fangen. Und holt euch alle Arten von Kräutern, sogar Urujas berühmteste, Koriander. Er ist wahrlich perfekt, nur 700 Fiele. Was ist mit den verwelkten Exemplaren da? 100 dafür? Na, gib mal. Wir nehmen ein Bündel verwelkten Koriander mit. Oh, in Ordnung, bitte sehr. Das wird noch ein richtig leckerer Eintopf. Ziemlich trauriger Anblick. Mal der Hexenbesuch abstatten, wenn wir eh da lang müssen. Und verprügeln wir die eben, dann gehen wir wieder. Ich glaube, da war auch ein Geist. Oder hatte ich den schon? Also nicht den hier in Uruya, meinte ich. Nicht, weil das letzte Geheimnis ist. Warte mal. Das ist mal ein neuer Satz.
könnt ihr es wagen, hier einfach reinzukommen? Willkommen wegen einem Fluch, den du ausgesprochen hast. Okay, jetzt reicht's. Ihr werdet für eure Taten büßen. Was haben wir denn gemacht? Aha, was für ein dummer Mensch. Jetzt wirst du sterben. Das ist mein Schattenstrahl. Und Schwäche. Und verseuchte Eisregen. Ich verfluch halt deinen Mund und zwar für immer. Das hätten wir erledigt. Wir haben den Müll weggehauen. Okay, wenn wir uns beeilen, kommen wir noch zu unserer Lieblingssendung. Wir haben jetzt einen Trip gemacht. Ob ich den Geist schon hatte. Aha. Ob der das letzte Geheimnis ist? Ich merke doch nicht, dass da ein Geist steht. Das ist viel zu beschäftigt mit ihrem Koriander. Danke euch, ihr habt mich von dem Fluch befreit. Nur wieso bist du immer noch hinten, nicht unter Menschen? Nun ja, ehrlich gesagt habe ich mich so an die Einsamkeit gewöhnt, dass ich gar keinen Drang mehr verspüre, bei anderen Leuten zu sein. Wie bitte? Also echt. Übernehmt das jetzt, Belohnung für eure großen Mühen. Das ist eine alte Rune, ich habe sie vor einiger Zeit für viel Geld gekauft, weil ich dachte, damit könnte ich den Fluch vertreiben, aber es hat leider nichts gebracht. Vielleicht hilft sie ja euch. Klar. Wir haben sie mal gegessen. Glaube ich. Oder absorbiert. Oh Mist, der Geist hat nicht gezählt. Haut ab. Okay, egal. Jetzt gehen wir endlich zu den eisigen Städten. Iranis und Esrik. Irgendwann machen wir auch mal die Hauptstory. Geht's? Wie soll es uns schon gehen? Hey, ich wollte bloß freundlich sein. Immerhin seid ihr es, die in mein Haus gekommen sind. Ich habe eh keine Lust hier zu sein. Wir gehen wieder. Na, worauf wartet ihr dann noch? Los, verschwindet. Wir sollten ihn bis auf den letzten Tropfen aussaugen. Ja, richtig frech, der Typ. Ihr seid bestimmt auch wegen den Wolkenmusikern hier, oder? Nein, das hört sich grauenvoll an. Okay, nun, das ist eine wirklich großartige Gruppe von Musikern aus Astion. Die spielen gerade im Pub. Heute Abend, die Wolkenmusiker. Wenn ich nur nicht immer meinen Geldbeutel verlegen würde. Jetzt bin ich hier und habe kein Geld bei mir, flixt. Ihr seht wie ein paar ehrliche Leute aus, mit denen mein Geld holen. Ich habe das Geld im Schrank gelassen. Es sind 400 Fehler. Ihr würdet von mir 100 Fehler bekommen. Gut. Ich danke euch. Mein Haus liegt im Nordosten der Stadt. Der Geldbeutel sollte in einem der Regale im Erdgeschoss liegen. Gut, wir werden ihn suchen. Ob du uns vertrauen kannst. Boah, da gehen die voll ab. Sie sind einfach super, findet ihr nicht? Bei dieser Musik möchte ich mir die Augen ausstechen. Nicht die Ohren.
Wenn ihr ein anderes Lied hören wollt, dann schmeißt einfach 10 Fehler in die Schale links von der Treppe. Sie wechseln dann ihr Lied. Als ob wir unser Fehler dafür verschwenden würden. Richtige Snobs in so einer Gruppe. Was machst du denn hier so schnell? Was wollt ihr von mir? Eigentlich nichts. Nichts? Warum belästigt ihr mich dann? Mangel an Kommunikation? So wie ihr aussieht, ist es ja auch kein Wunder. Es würde mir viel Freude bereiten, diesen Blödmann die Eingeweide rauszureißen. Echt mal. Hallo, setzt euch und genießt die Musik. Bloß nicht. Ist mal ein bisschen schlechte Stimmung verbreiten, ey. Furchtbar. Wenn ich Orte baue, sind die immer so überdimensional groß. Da muss ich dringend besser drin werden. So, hier auch mal eine Runde. Das ist einfach zu gut, dieses Feature. Macht besser keine Unruhe, sonst muss ich euch leider aus der Stadt rausschmeißen. Ich würde mich freuen, wenn ihr es versuchen wollt. Ist das eigentlich Kikyo und Inuyasha? Hier ist der Gegenstand. Yay. Dann können wir auch noch eine Quest annehmen. Seid willkommen in unserer Kirche. Schlimme Zeiten, eine andersgläubige Gemeinschaft. Sehr böse. Und wir werden euch retten. Jetzt müssen wir mit dem Typen da im Haus sprechen, damit wir zum Ort hinkommen. Außer die Mutter hat das geändert. Fisch, frischer Fisch, gerade gefangen, die saftigsten Forellen der ganzen Welt. 2000 Fehler für diese Schönheiten. Igitt, die paar da drüben stinken. Wie wär's mit nur 200 für die? Okay. Gebt uns eine dieser stinkenden Forellen. Wirklich? Nun in Ordnung, hier. Boah, ey. Absolut widerwärtig. Hi, wie findet ihr mein Kostüm? Das war zwar ziemlich teuer, aber ich finde es wirklich herausragend. Tja, eigentlich finde ich es ziemlich hässlich. Pff, ihr habt ja keine Ahnung, das ist top-chick. Wenn du meinst. Hier liegen 400 Fehler in einem Geldbeutel. Hier ist der Typ, der uns von dem Wald erzählt. Ist das eigentlich Toiletten oder was ist das? Ich will es eigentlich gar nicht wissen. Hallo, ihr seht aus wie jemand, dem ein paar gute Tipps nicht schaden könnten. Du hast also ein paar Tipps für uns. Ja, so soll zum Beispiel östlich im Wald etwas Merkwürdiges beobachtet worden sein. Östlich von hier im Wald, da werden wir mal vorbeischauen. Macht das. Alle drei Teile leiden leider sehr darunter, dass jemand was sagt und ein Charakter muss es dann wiederholen, was gesagt wurde. Als hätte man das sonst vergessen. Ich hoffe, dass ich das nicht mache. Boah, geh doch mal da weg, du Arschloch. Jetzt bin ich sauer, jetzt stirbst du. Oh, da war nix. Na, Pech. Mm-hmm.
Hier drin ist aber dunkel. Dir mein Geld? Ja, wir haben es. Oh, ich danke euch. Ich hatte euch ja 100 Fehler versprochen. Doch da ihr so ehrliche Leute seid, kommt ihr 150. Folglich bekomme ich noch die Gäste 250 Fehler von euch. Hier bitte. Yay. Ich mach mal ein Bild. Weiß nicht, ob das so sein soll, dass es hier so dunkel ist. Wir können mal oben ein bisschen gucken, ob wir noch Geheimnisse finden. Hier ist ja auch noch ein Geheimladen. Vielleicht kriegt man davon Geheimnis. Ah, kriegt man sogar. Ah, immer haben die was. Ja, interessiert mich nicht. Total schlecht gelaunt. Wenn man nur böse spielt, dann färbt es auf einen ab. Oh, ein Vampirstein. Jetzt haben wir drei. Jetzt können wir auch noch mal was machen. Ciao. Zu weit. Okay, tschüss. 2 Uhr nachts. Da ist der Wald. Totenkopf noch. Ja. Wir gehen erstmal zu dem Geheimnis. Bevor wir nach Estrik gehen, jetzt vergesse ich das schon wieder. Oh. Oh, wie hübsch, es gab ein Update. Ich mach mal ein Bild, dass ich vorher nichts gesehen habe. Vielleicht soll es ein Geheimnis sein. In diesen Büchern geht es um die Flucht vor dem Tod. Erzengel Ranlaf, Enialas Klagelied und der Tod von Raxa stehen hier in diesem Regal. Bücher über Theorien über das Tod, Leben nach dem Tod, über das Tod nach dem Leben. Fein säuberlich gefaltete Notizen über Erste-Hilfe-Kenntnisse. Srem Schnee, dieses Buch sieht alt aus, hat viele Kratzspuren. Wie man leben wird, Tanz der Toten, Titanic stehen hier im Regal. Braucht ihr noch mehr Hinweise? Hier sind ein paar Wundverbände. Dieses Podest hat eine Einkerbung, die wie ein Vampirstein geformt ist. Sollen wir einen hineinsetzen? Okay. Der Stein ist verschwunden, aber ich weiß nicht genau, was passiert ist. Ich auch nicht. Sollen wir noch einen hineinsetzen? Okay. Der Stein ist wieder verschwunden. Und das Podest blinkt ständig. Das hier ist reine Zeitverschwendung. Sollen wir noch einen Vampirstein hineinsetzen? Okay. Puff.
Katze ist verschwunden. Ein Stoffbär? Es hat ein Halsband mit dem Namen Safi der Bär. Sage ich doch Zeitverschwendung. Das will ich nicht glauben. Das alles hier musste doch einen Sinn haben. Und der Sinn ist, die Katze rettet uns vor einem Game Over. Toll, oder? Oh, hallo. Hallo, junge Dame. Nimm mir doch nicht Mama weg, oder? Wie kommst du denn darauf? Ach, vor langer Zeit ist mein Papa von zu Hause abgehauen, weil er Mama nicht mehr liebte. Jetzt habe ich Angst, dass Mama geht, weil sie mich nicht mehr liebt. Deine Mama hat dich lieb. Sicher? Sehr sicher. Mama hat mich lieb. Mama hat mich lieb. Klein und unschuldig. Ihr Blut muss sehr rein schmecken. Du hast dich so glücklich gemacht. Süß. Boah, ein Stahlhelm. Braucht man den noch? Dumme Kuh. Es ist so klein und putzig. Seid gegrüßt, ihr seht kampfbereit aus. Wärt ihr daran interessiert, mir zu helfen? Womit? Mein Freund ist vor einiger Zeit zu den Schneeklippen aufgebrochen. Es sind jetzt 2 Tage vergangen, ich mache mir wirklich Sorgen. Mir ist sicherlich etwas Schlimmes zugestoßen. Könntet ihr ihn bitte für mich finden? Natürlich, wir werden ihn finden. Vielen lieben Dank. Die Klippen befinden sich irgendwo nordöstlich von Irans. Er ist Fermin. Ich bete dafür, dass sie ihn findet. Wir schauen mal. Wir müssen hier mit den Typen reden, damit die Höhle freigeschaltet wird unten. Was treibt euch denn nach Esrik? Doch nicht etwa das kalte Klima? Nein, eigentlich nicht. Wir sind eher auf der Suche nach besserer Ausrüstung. Bessere Ausrüstung? Naja, in Esrik gibt es immerhin 2 Läden, in denen ihr was kaufen könnt. Aber die besten Gegenstände findet man noch auf irgendwelchen Abenteuern. Ach, wenn ich mich da an meine Zeit als große Abenteuer erinnere, eigentlich nicht. Ja, damals war alles besser. Heute habe ich eine schöne Familie. Dann müsstest du doch glücklich sein. Das bin ich schon, aber so ein kleines Abenteuer würde mich schon mal wieder reizen. Zum Beispiel die Erforschung der versteckten Höhle im Gebirge südlich von Esrik. Eine versteckte Höhle. Ups, da habe ich wohl zu viel verraten. Vergesst ihr, was ich gesagt habe. Und dann vielleicht später. Sicher. Und wir nehmen noch dein Zeug mit. Dieses schöne Feuergeräusch, Kamingeräusch. Ja, sonst gibt es ja auch nicht so viel. Das meckern die bestimmt wieder, weil ich an irgendwas ran will. Na doch nicht. Okay, ciao. So, zum Abschluss der Folge. Wir haben sogar alles entdeckt. Zum Abschluss holen wir mal den Schmetterling und dann bringen wir die Quest-Items nach Asran. Und danach
Ja, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, dann können wir ja mal zur Limruine gehen. Nee, schneit. Nein. So geht denn das nicht. Ah, da ist ja der Richtige. Komm her, kleiner Schmetterling. Du bist ja schon wie ein kleines Mädchen, Walne. Ich hab ihn. Scheint, bis hier auch nicht grün ist. Ich speichere lieber mal, man weiß ja nie. Sollen wir dieses Tier zu Elysia bringen? Nein, ich glaube, dieses Tier ist nicht dafür geeignet. Ist es auch nicht. Es gibt so ein paar Fake-Tiere. Das hier? Nö. Da hast du deinen Schmetterling. Habt ihr den Schmetterling schon? Ja, hier ist der. Ah, was für ein Prachtexemplar. Danke vielmals. Nehmt diese kleine Anerkennung für eure Mühen. Geil. Habt ihr den Gegenstand schon? Ja, hier ist der. Da ist er ja, mein wertvoller Schatz. Gut, ihr habt es nicht geöffnet. Hier ist euer Geld. Jetzt verschwindet. Sagt er eigentlich noch was? Verschwindet gefälligst aus meinem Haus und suche ich die Wachen. Deine Arroganz ist dein Untergang. Komm, wir töten den mal. Der Scheiße. Zur Limoine noch gehen. Dafür ist noch ein bisschen Zeit. Kling. Ah ja, die Amulett-Quest können wir auch bald machen. Die Armband-Quest. Oh shit. Zum Glück sind die zu dumm. Oh Gott, richtig Versammlung hier. Ja, da sind Vampire. Fresst sie auf. Oh shit. Nein! Zu weit gelaufen. Oh, es lief so gut. Oh. Hm.
Gott, und die Ruine ist richtig eng. Da freue ich mich schon drauf. Arschhuhn. Gesehen. Sieht ja irgendwie süß aus. Einfach alles draufhauen. Okay, dann wird die Folge ein bisschen länger hochzunehmen. Jetzt bin ich fast rausgelaufen. Okay, brauchen wir wieder Blut. Sorry, ich habe glaube ich jetzt mal nichts gesagt. Was soll ich auch sagen? Ich habe langsam wieder Magenschmerzen. Ha. Schön, der Magiergürtel. Phantomdistel. Ich glaube, Phantomdistel ist eine Waffe für Ascar. Ich glaube, das können wir noch nicht öffnen, ja.
Skelettmagier, habe ich wahrscheinlich gerade schon gesagt. Langsam, das ist zu spät für mich. Vielleicht die Lemuine doch nächstes Mal machen sollen, ja. Schau mal, Walner, hier liegt ein Zauberbuch drin. Hey, das ist ein Beschwörungszauber, oder? Ja, er ist Skelettmagier beschwören. Hier, lern ihn auswendig. Ich glaube, der braucht normale Steine, oder? Skelettmagier. Dann slide mal mit uns. Mist. Komm, Skelettmagier, mach mal was Cooles. Oh, egal. Kommst nicht mehr dran. Na doch. Skelettmagier doch blau ist, dann hätte man doch die Grafik nehmen können, die wir hatten, The Lame für die Mine. Könnte ich besser passen? Oh, ich glaube, auf dem Bild ist er rot. Boah, ich habe keinen Nerv mehr für die Scheiße hier. Boah, schnell raus. Uns fehlt natürlich noch was. Ach, egal. Echt geil, wie wir schon Level 34 sind. Die Phantomliste. Gut, sehr gut. Hier ist eure Belohnung. Es ist etwas Großartiges, wird daraus wachsen. Der Löwenlavendel ist der nächste. Legenden besagen, dass dieser in der Wüste um den Lichtschrein wächst. Ich bin mir unsicher, wo er sich befindet, aber er muss existieren. Lass das unsere Sorge sein. Okay, wir gehen mal den Samen pflanzen. Ah, da wollte ich nicht hin. Mich vertan. Oh. Ja, 40 viele. So, dann gib mir mal dein Zeug. Was war das denn? Manchmal sammelt der die ein. Und dann resettet die Musik. Ähm.
Ich frag mich, was das Feature machen soll. Ich frag gleich mal. Lanes Boobs sind richtig schwungvoll. Und das sage ich jedes Mal. Ich habe nicht genug Blut. Hier hast du. Scheiß Skelettmagier, geh weg. Erzfeind. Das ist für dich, Oscar. So. Damit wären wir für heute fertig. Ah. Sehr schön. Ja, und nächstes Mal den Löwenlavendel können wir holen. Wir haben ja noch andere Quests. Wir gucken einfach dann mal. Mal wieder nichts geplant, einfach drauf los. Bis zum nächsten Mal. Ciao.